und schweben raus und ab in die nächste Welt direkt und die heißt Sonnenstrand. Okay, Sonnenstrand. Das ist äußerst einfallsreich. Ah, Bier. Naja, oh nein, das, oh nein. Das ist einer der wenigen Welten, an denen ich mich noch erkenne. Da kann mit den Scheiß Spyro, wie gut, dass du hier bist. Wenn du diese Babyschildkröten in Sicherheit bringen könntest, wäre ich dir unheimlich dankbar. aber sicherlich. Und zwar muss ich dem Feuer unter dem Hintern machen. Dann können sie weiter schwimmen. Ich glaube, da gab es sogar noch schlimmere Welten. Ja? Wäre jetzt nicht schlimm, aber es ist so, man hat. Das Spiel macht Spaß, aber das sind halt diese Welten, da denkt man, boah, jetzt mit diesem Schwimmteil die ganze Zeit und das hat man öfters. Und das ist nervig. So wie mit diesen Flugspezialdingern. Irgendwann, die sind zum Spaß gedacht, aber irgendwann frustrieren die einen. Darkwing Duck. Aber was? Hält einen aus? Damn. Bam, bam. Ich glaube, da sind nicht mehr so viele Welten hier. Ich weiß es nicht genau. Aber ich müsste eigentlich heute noch den ersten Endgegner besiegen können. So, aufs Tor. Damn. Geil, das sind überall Heilungsdinger. Ich überlege dann auch irgendwann mal 2 Route 3 durchzuzocken. Das ist ja schnell getan. Ich denke mal heute vielleicht. Oh, nicht berühren. Ich denke mal vielleicht heute sogar 5 Stunden ein Stück zocken. Na, ich weiß nicht mal. Ich nehme über Fraps auf und Fraps verbraucht äußerst, äußerst viel Speicher. Ich werde mir mal angucken. Wenn jetzt. Warte mal. Ey, hörst du auf damit? Oh ne, das wird schon. Das sollte eigentlich schon klappen. Nein, 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 geh weg! Hier bin ich schon am Ziel, oder? Was hast du sagen? Die Wasserwerke haben die meisten unserer Babyschildkröten in Kisten gesperrt. Die Kisten sind unglaublich fest. Mit einem stärkeren Feuerstrahl könntest du sie öffnen und die Schildkröten befreien. Merkwürdig, dass die 2 Pyramiden auf der runden Plattform sind der Powerpunkt. Okay. Ah, da oben geht's weiter. Erstmal den Seestern. Patrick! Patrick ist da! Töten. So wie ein Flaschenlein. Es ist der beste Freunde für immer, Freunde für immer. Ring. Oh, Steuerung. Immer alles hier auf die Steuerung schieben, das ist einfach einfachsten. Nein, 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 geh weg, geh weg. Ich mache erstmal die Hauptquest durch und dann die Quest. War es das schon hier? Ah, ich könnte da hoch theoretisch. Ey, sollst du hochgehen? Genau da hoch. Komm. Und das ist nämlich schon das Ende. Danke, junger Drache. Die Babyschildkröten sind hier oben in Sicherheit. Nimm bitte diesen Talisman als Zeichen unserer Dankbarkeit. Das ist doch Jäger, oder? Wenn man so ein bisschen zuhört, könnte das Jäger sein. Aber erst an dem Sonnenstrandtal ist man. Okay, unter Wasser kann ich kein Feuerstrahl natürlich. Aber SpongeBob hat das funktioniert. Setzt euch ins Lagerfeuer, sind das Lagerfeuer.
Das L-A-G-E-R-F-I-U-L-A-D-Lied. Pam! Dann singt es noch viel schneller. Verdammt, weiter weiß ich nicht mehr. Auf der Spitze der Leiter ist ein Koch, der aus unseren Babyschildkröten Suppe machen will. Hm. Wenn du klettern könntest, könntest du dorthin gelangen. Ja. Super. Ich müsste jetzt eigentlich diesen Feuerstrahl freigeschaltet haben. Und Chip. Oh. Und wieder eingesperrt. Also bringt das nicht viel. Kazam. Aber nach oben noch einer. Ich glaube, da hinten war noch welche. Ah, nein. Ja, ich habe ein bisschen Zeit hier. Ich glaube, die entfernteren sind ein bisschen schwieriger. Wo war noch einer? Ah, was? Ah, weiter kann ich meinen Kopf nicht drehen. Nein! Nein! Ich weiß gar nicht, war da oben noch einer da? Denk. Ich kann nicht denken. Mein Gehirn ist eh Schrott. Komm. Ich hab doch noch einen Edelstein gesehen. Erstmal das hier. Und das hier. Ja, ich sammle die erstmal ein, dann aktiviere ich das Ding nochmal. Und ich glaube nämlich da durchschwimmen und dann nochmal. Ah, verdammt. So. Reich, ich bin reich. Und dann müsste ich letzten zwei noch haben. Eieiei. So Leute, jetzt werden wir die nächste Kiste holen. Ruhig, ich habe ein bisschen Zeit. Oh. Hier oben ist auch noch was. Wüsste ich gar nicht. Zieh mal einen an. Schweben, wie Jäger der bekiffte Tiger es gesagt hat. Das weckt den Tiger in dir. Nein! Ach nein! Also noch irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht, wa? Egal, die eine Truhe, die tut es auch nicht. Jetzt kann ich die letzte nämlich da hinten machen. Dann hole ich mir irgendwann mal die Fähigkeit zu klettern und mache den Koch da oben fertig. So, und jetzt schnell. Und. Perfekt genommen. Wo war die Kiste? Ja! Bäm! Beeindruckend! Sehr beeindruckend! Nimm dieses heilige Zauberding als Zeichen unserer immerwährenden Dankbarkeit. Aber sicherlich. Nehme ich doch gerne an. Denn I'm rich. Weiter geht's, meine Freunde. Und zwar, ich weiß nicht, welche Welt nächste kommt oder ob da noch Welten übrig sind oder ob da jetzt direkt der Endgegner kommt. Ich weiß es nicht mehr genau. Müssen wir noch da hoch und rein ins Gebiet. Den nehme ich damit. Geh weg. Scheißbäger. Woo!
nicht schlecht. Nein, ich muss sagen, aber so können sie sich ja. Scheiße, mir fällt nichts mehr zu sagen. Naja. Da so haben Gronkh und Sarrazin halt ein bisschen leichter. Wenn ich das so sehe. Die haben mich auch ein bisschen inspiriert in solchen Sachen. Das zu machen. Guck mal, mein linken Tor, was ist denn hier so schönes? Hallo? Gut gemacht, Spyro. Deine Kugeln haben dieses spezielle Tor aktiviert. Auf dem Ozeanring findest du keinen Talisman. Oh nein! Doch wenn du schnell bist, kriegst du viele Schätze. Viel Spaß! Oh, soll ich das machen? Nee, oder? Nee, ja. Nee, erstmal nicht. Ich mach wieder so eine Spezialausgabe davon. Oh yeah. Neun. Okay, scheinbar ist das hier das andere Tor. Was willst du haben? Sag mal, Spyro, siehst du diese Mauer? Du willst sicher wissen, was auf der anderen Seite ist. Nee. Wenn ich ein paar mehr Edelsteine hätte, wüsste ich, wie man die Mauer niedriger macht. Ah, muss ich. Ja, die funkelnde Schönheit dieser Edelsteine hat mein Gedächtnis wieder auf Trab gebracht. Dieser gierige Lappen. Ich will nicht so ausschweifend werden. Da könnte man fast zu den Panama Papers schicken, worüber die Leute im Moment reden. Aber da wisst ihr, zu welcher Zeit ich das gerade aufnehme. Wir haben heute den 9.04.2016 um 21.31 Uhr. Und wir gehen um diese Zeit nach Aquaria. Und da seht ihr, ich glaube, das heißt wieder eine Wassermap. Entschuldigung. Ach ja. Wie fies, ey. Mal gucken, was das Seepferdchen zu sagen hat. Die merkwürdigen Typen mit den Elektrosticks haben unser Wasser abgelassen. Wir kriegen es nur zurück, wenn jemand den Schalter betätigt, den sie bewachen. Mach ich doch. Das will ich immer. Zack. Krabbe geröstet, immer wieder gern. Ist doch lecker, Schmackofatz. Und dann gebe ich euch mal Wasser. Wo kommt das Wasser her? Naja, Logik soll man sich hier nicht großartig aufregen. Fünkchen, hast du irgendwas zu sagen? Ja. Zack. Zack, ich erledige erstmal alle in Ruhe, bevor ich das Wasser reinlasse. Und sammle alles in Ruhe ein. Hier war ich schon drin, ich Idiot. Mensch. Ist so was Leichtes, kann man auch verfehlen. Okay, dann werden wir mal einen Schalter ziehen. Komm! Give me some water! Ein Schäfchen! Könnt ihr erzählen, wenn ihr jetzt müde seid. Vom spannenden Gucken dieser Folge. Ah, okay. Da komme ich her.
Ja. Komm. Geht. Du musst einfach durchbashen. Oh yeah. Zwei Ruder Hardcore-Master. Zack. Gucken wir mal weiter. Also brauchen wir diese Kugel nur für die Dinge. Ah ne, ach hör auf. Hi Spyro, du bist härter als du aussiehst, um es hierher zu schaffen. Du wirst aber auf keinen Fall an den Metallhain vorbeikommen. Aber ich könnte dir wohl mein U-Boot leihen. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Wer hätte das gedacht? Es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Spyro. Das U-Boot ist 100% haisicher. Das garantiere ich. Okay. Aber scheinbar muss ich da durch. Aber anscheinend ist irgendwo dann Entschuldigung, so ein Power-Up. Und zack. Nein. Ach, das war gut. Ich sollte mich nicht zu viel ablenken. Siehste, dann fass ich so. Irgendwann versagt die Sprache auch. Dann verpasst du sowas. Aber ich glaube, ich bin schon fast da, sehe ich das Ende ja schon. Gott sei Dank. Ich glaube, ich mache die Kugel nicht. Wenn man die Kugel nur für diese Flight Level braucht, oder? Was soll ich da machen? Ich weiß es nicht. Na, ich guck mal, was die zu sagen haben. Unsere Welt ist wieder nass. Wir alle möchten, dass du diesen Talisman von Aquaria als Erinnerung an uns erhältst. Dankeschön. Aber scheinbar ist hier nichts mehr, oder? Oder? Hast du noch was? Oh, da oben kann ich noch, oder? Nee. Sind hier keine Nebenaufgaben? Na. Komisch, dass Spyro durch so ein Portal kann. Okay, ich lasse das mal Seepferdchen machen. So, weiter zu meiner Theorie, dass theoretisch Spyro durch das Portal kann, aber das ganze Wasser, was da umeinander ist in das Portal, das kann er nicht durch. Das ist ganz komisch. Mysteriös. Gut gemacht, Spyro. Da du jetzt 6 Talismane hast, wird sich das Tor öffnen. Okay. Okay, Spyro. Spring in das Loch im Boden, um zu Crashs Kerker zu gelangen. Ich helfe dir, indem ich Schafe durch das Loch werfe, wenn ich sie fangen kann. Viel Glück! Das heißt, der erste Bossfight. Ey, Hossa! Das heißt, heute cool. Auf geht's!